Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meinen Lesemonat Januar. Der Februar ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich habe es leider nicht früh geschafft, das Video hochzuladen und hoffe, ihr freut euch trotzdem über meinen Lesemonat. Und anfangen möchte ich gerne mit dem Reich der Sieben Höfe Teil 4. In Reich der Sieben Höfe, falls ihr es noch nicht kennt, geht es um Farah und Tamlin. Farah kümmert sich quasi um ihre Familie, da die Mutter gestorben ist, der Vater verkrüppelt, also teilweise verkrüppelt ist und auch nicht den Mut und die Kraft hat, neu, also wieder arbeiten zu gehen. Es ist so ein mittelalterliches Fantasy-Setting, würde ich jetzt mal sagen. Und als Farah eines Tages auf Jagd geht, um wieder Essen ranzuschaffen, erlegt sie einen Wolf. Doch es ist kein normaler Wolf, sondern es ist einer der sagenumwobenen Fae. Und dieser Fae war einer der Freunde von Tamlin. Und Tamlin holt sie als Rache quasi zu sich. Und in was für ein Abenteuer Farah da quasi reinstolpert, möchte ich gar nicht genau erklären, weil ich möchte euch natürlich nicht spoilern. Dieser Band spielt nach dem großen Finale. Also eigentlich kann man Teil 1 bis 3 als Trilogie betrachten, finde ich. Das da ist ein Zwischenband, um quasi umzuschwenken auf eine andere Protagonistin, die bisher nur ein Nebencharakter war, und zwar Farahs Schwester. Ich fand es trotzdem toll, endlich mal ein Buch zu haben, in dem man quasi sieht, wie es den Protagonisten nach der Hauptgeschichte geht. Wie verarbeiten sie das, was sie erlebt haben? Wie gehen sie damit um? Bleiben die Freundschaften? Können die Beziehungen erhalten bleiben? Und so weiter und so fort. All das liest man in diesem Buch und ich finde es großartig, dass man die Chance hat, eben das auch mal zu lesen. Genau, also falls ihr die Reich der Sieben Höfe-Reihe noch nicht kennt, kann ich sie euch nur ans Herz legen. Für mich war es der Einstieg in die High-Fantasy-Welt, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich liebe Farah und ich liebe diese Welt und ich kann es euch nur ans Herz legen. Als nächstes habe ich für euch Frostkuss von Jennifer Easterby. Ich weiß, ganz, ganz viele Leute haben diese Reihe schon gelesen und es gibt ganz unterschiedliche Meinungen. Also entweder man liebt die Reihe oder man hasst die Reihe. Ganz viele Leute kommen mit dem Wort Purpur nicht klar. Mich hat es anfangs etwas gestört, habe mich dann aber versucht, davon loszulösen und kam dann eigentlich ganz gut zurecht. In dem Buch geht es um Gwen Frost. Und als ihre Mutter stirbt, muss sie auf die Mythos Academy und sie versteht eigentlich gar nicht warum, denn auf dieser Mythos Academy, auf der lauter zauberhafte Wesen rumlaufen, ist sie völlig fehl am Platz, denn sie hat zwar eine magische Gabe, sie kann durch Berührung Gegenstände und Menschen sehen, was passiert ist. Also sie merkt zum Beispiel, wenn ein Junge sie küsst, dass der Junge an eine andere Frau denkt oder an ein anderes Mädchen. Sie kann Gegenstände anfassen und weiß dann, wer sie schon angefasst hat, was mit ihnen passiert ist. Und sie gehört halt absolut zu den Outsidern der Schule, da sie die einzigste Gypsy eben ist. Alles andere sind eben Spartaner, Wikinger, Walküren, ja, alles, was man eben so aus mythologischen Geschichten kennt. Und sie gerät da so ein bisschen in ein Abenteuer, weil ein Mädchen ermordet wird und sie ist so die Einzige, die sich fragt, warum interessiert hier das keinen und warum kümmert sich keiner darum, dass das Mädchen gestorben ist. Und wie Gwendolyn hinter das Geheimnis dieses Mordes kommt, liest ihr in diesem Buch. Ich mochte es wirklich gerne. Für mich war es ein 4-Sterne-Buch und ich bin gespannt, was die Reihe noch so bereithält. Den zweiten Band werde ich dann im März gemeinsam wieder mit Jana lesen. Mit ihr habe ich auch schon den ersten Band gelesen und ich freue mich wahnsinnig darauf. Als nächstes kann ich euch die beiden Bücher hier zeigen. Und zwar sind das Teil 1 und 2 der Elite-Reihe von Vivian Summer. Das hier war ein Rezensionsexemplar. Vielen Dank dafür. Ich habe die beiden Bücher als Hörbücher gehört. Also ich habe hiermit angefangen. Es hat einen ziemlich fiesen Cliffhanger und habe dann direkt danach das hier weitergehört. Jetzt fehlen mir Band 3 und 4. Ich weiß noch nicht, ob ich weiter höre. Das werde ich mal noch sehen. In den Büchern geht es um Malia und Malia lebt in einer zukünftigen Welt. Es ist so, dass sie in New America lebt und dort die Kinder einer Gentherapie unterzogen werden. Und wenn die Gentherapie erfolgreich ist, können die Kinder oder dann Erwachsenen danach über ein Element herrschen. Und zwar über Feuer, Wasser, Luft oder Erde.
Bei Malia ist es leider tatsächlich so, dass sie das Feuergehen hat. Für sie ist es der Horror schlechthin, da ihre kleine Schwester bei diesen Genveränderungen oder durch diese Genveränderungen gestorben ist und sie sich mit der Elite überhaupt nicht identifizieren kann. Sie fragt sich, was das alles soll und gerät in einen Strudel aus politischen Problemen, wirtschaftlichen Problemen und eben auch dann leider Krieg. Ich fand es sehr interessant, wie Malia sich verändert hat im Laufe des ersten und des zweiten Bandes. Aber ich komme mit ihrem Protagonistenfreund oder auch Nichtfreund oder auch nur Ausbilder Chris überhaupt nicht zurecht. Ich kann irgendwie noch gar nicht verstehen, wohin das führen soll. Das fehlt mir gerade noch so ein bisschen. Und ich weiß noch nicht so richtig, ob ich die Reihe weiterlesen soll. Wenn ihr die Reihe schon gelesen habt und ihr sie gut fandet, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es sich lohnt oder auch nicht lohnt, wie ihr das seht. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr mir da Tipps dazu geben könnt. Und ja, dann habe ich als nächstes gelesen Elfenliebe. Das ist der dritte Teil einer vierteiligen Reihe. Und hier geht es um. Peinlich, ich habe gerade noch im vierten Band gelesen, aber ich bin gerade völlig aufgeregt. Um Laurel. Und Laurel lebt in der Menschenwelt und findet dann heraus, dass sie aber eine Elfe ist, die immer im Herbst blüht. Also sie kriegt dann hinten auf dem Rücken so eine ganz große Blüte, die sie sich abschnüren muss, damit es keiner mitbekommt in ihrer Menschenwelt. Und ihr Menschenfreund David hilft ihr dann, ja, mehr über sich herauszufinden, herauszufinden, was passiert ist, warum sie überhaupt in der Menschenwelt ist. Und in dem Wald hinter dem Haus, in dem sie aufgewachsen ist, stolpert sie plötzlich dann auch noch über Tamani, der sich als Wächterelfe herausstellt und ihr auch so einiges versucht zu erklären. Stürzt für Laurel eine Welt zusammen. Sie versteht überhaupt nicht mehr, was überhaupt los ist, denn sie dachte ja immer, sie ist ein Mensch und fühlt sich in der Menschenwelt auch immer zu Hause. Und auch zu erfahren, dass ihre Eltern gar nicht ihre Eltern sind, ist für sie ganz schwierig. Und was es dann mit dem eigentlichen Zuhause Avalon für Laurel auf sich hat und wie sie den Spagat zwischen Elfen- und Menschenwelt schafft, das lest ihr in den Büchern. Ich finde die Bücher total toll und ich bin auch sehr gespannt auf das große Finale, das ich aktuell lese. Als letztes im Januar beendet habe ich Opal, das ist der dritte Teil der Lux-Reihe von Jennifer L. Armentrout. Falls ihr die Geschichte um Damon und Katie noch nicht kennt, Katies Vater stirbt und sie zieht mit ihrer Mutter um. Und dort lernt sie dann ihre Nachbarn Dee und Damon kennen. Dee ist sehr bemüht, ihre Freundin zu werden, und Damon versucht sie eigentlich immer loszuwerden, da die beiden ein sehr großes Geheimnis haben. Welches möchte ich euch nicht direkt sagen, denn wenn ihr die Reihe noch nicht kennt, ist es essentiell wichtig zu wissen, was denn die beiden sind. Es ist was, was ich bisher noch nie gelesen habe. Ich kenne es nicht aus anderen Geschichten und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht, wie die Geschichte zwischen Katie und Damon ausgeht und wie sie es schaffen, das, was bisher passiert ist, noch zum Guten zu wenden. Genau, wenn ihr eins der Bücher auch schon gelesen habt oder genaueres wissen wollt, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch ein schönes Wochenende und sag bis bald.